Hallo, ich bin Christian. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Wir haben heute wunderbares Wetter. Ich bin im Garten. Was mache ich? Ich koche draußen. Heute gibt es ein einfaches Rezept, ein bodenständiges Rezept mit richtig wenig Zutaten. Richtig saulecker, das kann ich euch jetzt schon verraten. Ich mache für euch und natürlich für uns, für mich, Biergeschnitzeltes. Wollt ihr sehen, wie ich es gemacht habe? Ich zeig's euch. Für unser Biergeschnitzeltes brauche ich natürlich Geschnitzeltes. Das ist vom Schwein aus der Oberschale, 600 Gramm. 500 Gramm Champignons, die werden geputzt und in Scheiben geschnitten. Zwei mittlere Zwiebeln, die werden geschält, gepellt und fein gewürfelt. Zwei Knoblauchzehen, ebenfalls fein hacken. Zum Anbraten brauchen wir braune Butter. Wenn ihr keine braune Butter habt, ich liebe ja braune Butter, nehmt Butterschmalz oder neutrales Rapsöl. Zwei Möhren brauchen wir, die werden geputzt, halbiert und in Scheiben geschnitten. Ein Bier, ob ihr dieses Bier nehmt oder ein anderes, es sollte halt nur nicht zu hopfig sein, denn dann wird das mir zu bitter, das schmeckt dann auch nicht mehr. Ungefähr 200 Milliliter Schlagsahne, zum Andicken etwas Speisestärke, hinterher zum Garnieren Schnittlauch, das wird fein in Ringe geschnitten. 1 Teelöffel Paprikapulver süß. Einen halben TL Pfeffer, ob ich den komplett brauche, weiß ich noch nicht, das schmecke ich dann ab. Und einen Teelöffel Salz, auch hier wieder Maldensalz. Ich lege es los und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Als Setup habe ich meinen geliebten Atago. Da drin steht ein Topfuntersetzer, verkehrt herum, mit den Beinen nach oben, ganz klar, sonst wird er durchs Gitter fallen. Den brauche ich deshalb, weil ich heute mit dem kleinen FT 4,5 arbeite. Der reicht mir nämlich heute. Da steht er wunderbar drauf. Und darunter habe ich jetzt noch ein paar Kriegfeuerkohlen. Fragt mich nicht wie viel, ich mache das immer nach Gefühl. So, da hinein kommt jetzt ein bisschen braune Butter. Wie gesagt, wenn ihr keine braune Butter habt, nehmt Butterschmalz oder Rapsöl. Das lasse ich jetzt schon heiß werden. So, noch ein bisschen. So, diese braune Butter ist schon wirklich was ganz, ganz Tolles und Feines. Habe ich bei Tarek Rose kennengelernt, vorher kannte ich es auch nicht. Gibt dem Essen wirklich eine richtig tolle, ich würde sagen, nussige Note. Es ist einfach der Hammer. Dazu habe ich schon ein Video gemacht gehabt. Wenn euch das interessiert, ich verlinke es euch in der Videobeschreibung unterhalb des Videos. Sobald die Butter einigermaßen heiß ist, kommt das Fleisch rein. Das ist jetzt noch nicht gewürzt, da ist kein Salz, kein Pfeffer, nichts dran. Über Salzen, klar, kann man sich unterhalten, ob man es vorher macht oder nicht. Pfeffern auf keinen Fall und vorher Paprika auf keinen Fall dran, weil das verbrennt. Das braten wir jetzt an. Was wir jetzt auf keinen Fall machen darf, drin rumrühren, denn dann kühlt der ganze Topf aus und es fängt an zu kochen. Sobald das Fleisch ein bisschen Farbe bekommen hat, das reicht mir schon, raus damit. Mittlerweile haben sich wunderbare Röstaromen, ihr seht es, am Boden gebildet. Nochmal ein bisschen braune Butter rein. Das gibt richtig Geschmack. Und die Champignons kommen rein. Das sieht jetzt viel aus. Wenn die Wasser abgegeben haben, bleibt nicht viel von über. Aufpassen, dass nichts ansetzt. In dem Moment, wo die Pilze ihr Wasser abgeben, da ist jede Menge Wasser drin, lösen wir auch gleichzeitig den Bodenansatz. Alter Schwede, wie das duftet, das ist unheimlich. So gefällt mir das. Die Zwiebeln kommen dazu. Ich glaube, ein Nachbar bekommt Kaminholz oder hat Kaminholz bekommen. Bin mal gespannt, ob man das alles auf den Ton hört. Knoblauch kommt auch dazu. Das schwitzen wir mit an.
Hätten wir die Zwiebeln mit den Champignons sofort und den Knoblauch gleichzeitig reingetan, werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit der Knoblauch und die Zwiebeln angekokelt, verbrannt. Deshalb in dieser Reihenfolge. Es ist immer wieder erstaunlich, wie diese drei Zutaten, Pilze, Zwiebeln und Knoblauch mit ein bisschen brauner Butter, was das duftet. Alter Schwede, ich bin platt. Ich liebe es. Nun kommt auch schon unser Wurzelgemüse, also die Möhren dazu. Das Fleisch kommt zurück. Ich gieße das mit Sahne auf. Zack. Und mit Bier. Welches Bier ihr nehmt, das ist Geschmackssache. Ich würde allerdings ein nicht zu stark gehopftes nehmen. Ungefähr eine Dreiviertelflasche. Einmal vermengen. Salz dazu. Ich nehme erstmal die Hälfte vom Pfeffer. Und das Paprikapulver. Alles vermengen. Deckel drauf und ungefähr, ich würde sagen, 15 bis 20 Minuten, eher 20 Minuten köcheln lassen. Ich habe gerade mal abgeschmeckt, was mir nicht ganz so gefällt. Mir fehlt ein wenig Zucker. Ich habe hier braunen Zucker. Ungefähr ein Esslöffel. Und Deckel wieder drauf. 20 Minuten sind rum. So sieht's aus. Und es duftet. Alter Schwede. Der Hammer. Und von der Konsistenz her braucht für mich keine Andickung ran, keine Speisestärke. Da steht da drauf. Einmal vermengen. Und dann werden wir das Ganze mal probieren. Geil sieht's aus. Mal probieren. Nun bin ich mal gespannt. Alter Schwede. Das kann was. Richtig rund, richtig lecker. Ich würde sagen, klasse. Kommen wir gleich zum Fazit. Fazit, alter Schwede, was soll ich sagen? Mit so wenig Zutaten so einen Geschmack hinzubekommen, klasse, freut mich. Nicht, weil ich es gemacht habe, das Rezept ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe es nur für mich abgeändert. Es war sau lecker und einfach und schnell und preiswert. Was will man mehr? Es war ein runder Geschmack. Nichts kam besonders durch, aber es war eine runde Komposition. Was ich zu Anfang nicht dabei hatte, war brauner Zucker. Hätte ich das nicht angetan, wäre es zu bitter gewesen vom Bier her. So war es richtig schön rund und ausgewogen. Mir hat es geschmeckt, meiner Family schmeckt es gerade immer noch. Die sind noch drin. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich, netten Kommentar, allemal. Bis dann, euer Christian, Glück auf!